Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus-Spektrum-Störung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid, und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Ja, und das werden wir jetzt auch tun, und unsere heutige Frage lautet: Was für Besonderheiten gibt es bei autistischen Menschen in der Gesprächsführung? Und da gibt es doch die ein oder andere Möglichkeit, auf die man heute mal eingehen könnte. Und was mir spontan dazu einfällt, wären drei Bereiche, die wir heute mal näher beleuchten können. Und das wären zum einen die Gesprächseröffnung, die Gesprächsführung und das Beenden eines Gesprächs. All diese drei Aufgaben, die stellen autistische Menschen schon oft vor ziemlich große Probleme, denn hier geht es wieder um unterschiedliche Dinge, die zu beachten sind. Zum Beispiel haben wir hier sehr, sehr starke empathische Anteile wieder, die berücksichtigt werden müssen. Wir haben soziale Regeln und kulturelle Regeln, die hierin hineinspielen. Und all das Ganze macht so ein ganz normales kleines Gespräch schon zu einer sehr komplexen Aufgabe für Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Und schlau ist es natürlich, mit der Gesprächseröffnung zu starten. Und dass wir uns einmal ansehen, was hier so besonders ist jetzt im Detail. Und dazu fällt mir jetzt erstmal Folgendes ein, nämlich überhaupt zu wissen, wann eine Gesprächseröffnung in welcher Form jetzt angemessen ist oder nicht, das ist ja schon eine große Aufgabe. Hier fallen mir verschiedene Möglichkeiten ein, die das Ganze verkomplizieren könnten. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ich möchte von einer Person etwas wissen oder ich möchte eine Bitte platzieren, eine Frage stellen. All diese Möglichkeiten gibt es ja, und diese Person ist zum Beispiel noch im Gespräch mit einer anderen Person, also führt schon einen anderen Dialog, und dann kommen ganz, ganz verschiedene Schwierigkeiten auf mich zu. Nämlich zum einen muss ich einschätzen, an welchem Punkt des Gespräches die beiden Personen gerade sind, und das erkenne ich an der Körperhaltung oder auch an der Tonhöhe. Dann ist natürlich die Frage, wie weit darf ich rangehen, bevor das unhöflich ist. Vielleicht ist es ja sogar ein Gespräch, das nicht jeden was angeht oder das eher vertraulicher Natur ist. Und da muss man schon einiges beachten. So, und wenn jetzt eine autistische Person sich dazustellt, dann würde sie immer so Überlegungen anstellen wie: Wann darf ich denn jetzt überhaupt mich hier einmischen? Darf ich was sagen? Muss ich erst mit der einen Person oder der anderen Person sprechen? Und das kann das Ganze schon ganz schön schwierig machen, ne? Und manchmal gibt es dann so kleine Kurzschlussreaktionen, wie zum Beispiel oder Aktionen, wie zum Beispiel, dass dann ein autistischer Mensch einfach seinen Wunsch formuliert, also einfach in dieses Gespräch eingreift und dazwischen redet. Und das wird natürlich relativ schnell von den Personen, die da bereits ihr Gespräch führen, als Störung, als unangenehm oder vielleicht auch als unhöflich wahrgenommen. Und dementsprechend ist die Gesprächseröffnung gleich schwierig gelaufen. Das bedeutet, das Gespräch hat gleich einen schwierigen Start genommen, und aus diesem Grund wird auch tatsächlich denn der inhaltlicher Austausch auch ein bisschen schwieriger, wenn die Person, die jetzt da befragt oder informiert werden soll, sich da jetzt unterbrochen fühlt oder blöd in Anführungsstrichen von der Seite angesprochen fühlt, dann kann das schon alles ein bisschen schwierig sein von Anfang an. So, und deswegen ist es natürlich viel einfacher für betroffene Personen, jemanden anzusprechen, der gerade alleine irgendwo unbeschäftigt steht. Und das kann ich auch nur empfehlen, ein wenig abzuwarten, ob die Person vielleicht aus dieser Dialogsituation herausgeht und dann alleine irgendwo steht oder sich bewegt. Dann ist die Möglichkeit viel einfacher, die Person anzusprechen, ohne dass es eine Irritation oder eine Situation gibt, die dann irgendwie dazu führt, dass die Kommunikation gleich auf die falsche Ebene gerät.
Beim Führen des Gespräches geht es dann natürlich inhaltlich darum, dass man ja eine Information loswerden will oder eine Frage hat oder im Endeffekt darum, dass es ein Bedürfnis gibt, das man jetzt im Bereich der Kommunikation stillen möchte. Und hier gibt es natürlich auch wieder viele Stolpersteine, zum Beispiel so diese gesellschaftlich-kulturellen Anteile, auf die neurotypische Menschen oft sehr viel Wert legen, wie zum Beispiel in die Augen gucken. Da könnt ihr euch ja nochmal den Podcast oder die Folge zum Thema Blickkontakt anhören. Da erzähle ich euch ja was dazu, warum das manchmal schwierig ist. Oder es geht darum, dass man erstmal Höflichkeitsfloskeln an den Tag bringen muss. Also zum Beispiel erstmal sagen, hallo, wie geht es dir? Ich hoffe gut. Hast du gut geschlafen oder ähnliches? Oder dass man vielleicht erstmal vollkommen lapidare und wichtige Themen, wie zum Beispiel das Wetter bespricht. Und da ist es oft so, dass autistische Menschen sagen, ja, warum soll ich das denn machen? Das macht für mich jetzt keinen Sinn, denn ich möchte hier ein Bedürfnis äußern oder ich möchte die Antwort auf eine Frage haben. Und das kann dann tatsächlich auch wieder schwierig sein im Verständnis, im Miteinander. Und auf der anderen Seite sind viele neurotypische Menschen einfach so erzogen aufgrund ihrer Historie, ihre Erziehung, dass sie da Wert drauf legen, dass in die Augen geguckt wird oder dass gefragt wird, na, wie geht's dir? Oder dass man kurz über das Wetter redet, bevor man tatsächlich dann zum eigentlichen Punkt des Gespräches kommt. Das ist ja schon wieder auch ein Feld, wo neurotypische und autistische Menschen ja oft mal in so eine Art Missverständnis geraten können. Und nehmen wir jetzt mal an, das ist alles gut gelaufen und die Information ist gut übermittelt oder die Frage ist beantwortet worden durch das Gegenüber, dann wäre es jetzt ja der perfekte Zeitpunkt, um das Gespräch zu beenden. Und auch hier ist es manchmal gar nicht so einfach, den richtigen Absprung zu bekommen. Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, etwas, was neurotypische Menschen zum Beispiel ganz gut können, sie hören am Tonfall, ob es jetzt gleich eine logische Pause gibt, in der man kurz einwerfen kann, dass man jetzt auch weiter muss oder keine Zeit mehr hat oder man bedankt sich dann kurz. Und das ist ja auch wieder was, wo autistische Menschen manchmal nicht so ganz genau wissen, wie das jetzt so ist und wo eine schlaue Pause ist. Und dann ist es oft so, dass sie abrupt sagen, so, tschüss, ich bin jetzt hier durch. Oder es werden hier auch wieder irgendwelche Höflichkeitsfloskeln nicht angewandt, wie zum Beispiel, so, ich wünsche dir noch einen guten Tag, wir sehen uns vielleicht morgen, danke für deine Antwort oder danke, dass du zugehört hast. Und das sind alles Dinge wiederum, wo neurotypische Menschen sehr stark dran gewöhnt sind und zum Teil auch großen Wert drauf legen. Das heißt, wenn ein autistischer Mensch jetzt sein Bedürfnis geäußert hat und im nächsten Schritt damit zufrieden ist und sagt, so, ich gehe jetzt, dann fühlen sich auch hier neurotypische Menschen oft so ein bisschen auf den Schlips getreten. Also im Sinne von, ja, jetzt habe ich hier das Bedürfnis befriedigt oder ich habe die Frage beantwortet und schon bin ich anscheinend nicht mehr wichtig, denn die Person dreht sich um und geht einfach weg, weil sie bekommen hat, was sie gesucht hat oder was sie haben wollte. Ja, und hier wäre denn mein Tipp an die autistischen Menschen oder Kollegen oder wen auch immer, dann vielleicht einfach auch Tschüss zu sagen, sich verabschieden, vielleicht auch eine Floskel anbringen, die vielleicht inhaltlich gar nicht wichtig ist. Und das Ganze natürlich, um dann so ein bisschen runder ins Gesprächsende zu kommen. Und da reagieren neurotypische Menschen dann oft auch mit Dankbarkeit drauf. Denn für die ist es oft ganz wichtig, dass so ein Gespräch so einen ganz logischen Schlusspunkt hat. Ja, und wenn sich da beide so ein bisschen annähern, dann kann die Kommunikation auch in einem Dialog ziemlich gut funktionieren. So, und das war's jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.